Hallo zusammen. Da bin ich wieder mit Ark. Gestern hatte ich ein kleines spannendes Abenteuer erlebt und habe eine neue Insel entdeckt. Und heute geht's doch weiter hier. Ich habe da so eine kleine neue Basis aufgebaut. Oder zumindest angefangen, eine neue Basis aufzubauen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Ich hoffe, der hat das alles richtig abgespeichert. Es sieht doch gut aus. Okay. Achso, der gehört gar nicht zu mir. Okay. So, jetzt. Oh, hier kann man gar nicht so richtig durchgucken. Warte mal, wie mache ich denn das am besten? Ich hatte überlegt, noch eine zweite Ebene zu machen. Ich habe nämlich gesehen, um ein zweites oder um in dieser Zweitbasis jetzt wieder ein neues Bett zu bauen, brauche ich Leder. Ich habe leider nicht genug. Also muss ich irgendwas erlegen. Das will ich möglichst sicher machen. Und ich glaube, ich mache mir da oben so eine Art Hochsitz, wo ich dann von oben Pfeile hier zum Beispiel auf den Kollegen schießen kann. Um den zu erlegen. So, jetzt brauche ich erstmal hier noch eine zweite Ebene. Ich will grad mal gucken. So, Fasern habe ich zu wenig und Holz sowieso wie immer. Okay. Fasern und Holz. So, da hinten gibt es ja Holz. Oh. Muss erst alles wieder nachwachsen hier. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Holz, ein bisschen Fasern. Eins, zwei. Und ich mache so ein Ding noch. Da brauche ich noch mehr Holz. Für eine Treppe. Ja, noch zu wenig. Oh, mit Fritte. Das Fiumir, was da gerade rumläuft, brauchst du wegen Leder nicht jagen. Die laufen zu schnell weg. Ach so, dieses fette Vieh mal. Ja gut, dann jage ich irgendwas anderes. Fast runtergefallen. Ach, da ist meine Hütte. Irgendwas mit Leder wird ja hier gleich nochmal rumlaufen. Also selbst wenn ich den mit Pfeilen... Wie heißt das? Fiumir. Okay. Gut, aber erstmal baue ich mir so einen kleinen Hochsitz hier. Ach so, das eine braucht man. Hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht gebraucht. Egal. Egal, so, mal gucken, wie ich das am besten mache. Ob das überhaupt klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Stairs. Ja, so wäre es, die wäre die Treppe, aber... Nee, Moment.
Warte mal, wenn ich die da jetzt anfüge, geht die hier runter. Hä, so geht die auf der falschen Seite runter? Nee, das ist, ich will die andersrum haben. Warte mal, Ah, so. Ja. So, dann ist natürlich das Fenster hier Quatsch. Warte mal, kann ich da überhaupt vernünftig hochlaufen? Geht so, ne? So. Ja, hier wäre wahrscheinlich so eine gerade Wand besser, ne? Warte mal. Gibt es das auch mit Loch? Nee. Okay. Ja gut, ich könnte es offen lassen und später einfach wieder zubauen. Aber und das Fenster ist mir glaube ich zu klein. Eventuell mal Tutorials bei YouTube schauen. Bauen ist in Ark etwas nervig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, also die... Also man kommt ja hier hoch, aber es stört mich etwas optisch. Also, warte mal, das... Korrigieren wir mal. So, dann brauche ich natürlich, gerade Wände. Brauche ich natürlich schon wieder Material. Ja, da habe ich unnötig Wände, die ich nicht gar nicht brauche, glaube ich. Da liegt es jetzt, so in der Wand. Okay. Okay, ich brauche wieder Holz und wahrscheinlich gleich schon wieder Fasern. Warte mal, was ist denn mit meinem Wasser? Nahrung? Okay. So, hier noch ein paar Bäumchen fällen. So, warte, dann brauche ich... 1, 2, 3 Wände. 1, 2, 3. 3 Wände. Ich muss sie erstmal hinstellen und dann nochmal drüber nachdenken, wie ich es mache. Ja, bauen ist ein bisschen... Bisschen spannend, vor allem wenn man da noch nicht so viel Erfahrung hat. So. Okay, jetzt habe ich hier die Treppe. Nee, ich brauche gar nicht 3 Wände. Ach, egal. Okay, dann mache ich hier oben eins mit Fenster.
Dann eins so. Ach so, dann ist habe ich. Das ist auch scheiße. Ich wollte doch hier unbedingt so ein Schrägdach. Dann, warte mal. Kurz überlegen. Warte mal, ich habe doch hier noch dieses... Ach so, die Dinger sind jetzt weg oder was? Die sind einfach jetzt doch verschwunden. Weil ich dachte, jetzt habe ich dieses dreieckige Teil. Vielleicht kann ich das doch verwenden. Gut, warte, machen wir erstmal die Wand hier neu. So, ohne Fenster. Jetzt will ich doch noch mal so ein Dreiecksding haben. Ey, das ist doch... Okay, dann machen wir mal so ein Ding. Ja, genau, so. So Gauben-Style. Aber warte, ist das jetzt verkehrt rum? Ja, so rum muss es. So rum muss es sein. So, dann habe ich das so, das ist ja schon mal gut. Habe ich eine Wand zu viel. Die Schrägdächer muss ich mal gucken, was ich damit mache. So, dann Dach. 1, 2, 3 mal Dach. Habe ich bestimmt wieder zu wenig Material. Wie immer. Ach, hier ist es doch. Holz, Holz, Holz. Was machen wir? Hier handwerkliches Geschick, kann man bestimmt gebrauchen. So, ich esse nochmal so ein Steak. Oh Gott. So geht es manchmal nicht. So, Steak gegessen. So, Holz sammeln. Nehmen wir auf dem Weg noch ein bisschen Dings hier mit. Da müsste ich doch eigentlich von oben auch so einen Triceratops erlegen können, oder? Das müsste doch gehen. Ohne dass er mir mein Haus einreißt, hoffentlich. So, warte mal, Decke. Eins, zwei, drei. Ich mache noch zwei. Ich sehe den Stamm manchmal gar nicht mehr. Zack. So, Decke. Eins, zwei. So. So, hier ist mein
mein Jagdhochsitz sozusagen. So, Decke. Na, habe ich nicht noch eine gemacht? Na egal. Achso, genau, ich brauchte ja nur zwei. Dann mache ich hier noch hin. So. Okay. So, das ist mein neues Zuhause hier, mein zweites. Das wäre natürlich cool, wenn man hier so ein Jagdfenster hätte, so ein längliches oder so. Mit genug Aussicht. So, jetzt muss ich noch ein paar Pfeile machen, glaube ich. Wie viele Pfeile habe ich? Ah ne, ich habe 13. Keine Ahnung, ob das reicht. Ich mache einfach noch ein paar. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich 20. So, 20 Pfeile. Ich baue noch mal einen Schrank hier hin, glaube ich. Okay, ich brauche schon wieder Holz. Okay, den Schrank noch, damit ich ein paar Sachen ablegen kann. Und dann versuchen wir mal den Triceratops, den einen, zu erlegen. Und die sind doch hoffentlich auf passiv, oder? Ja, okay. Passiv, passiv, okay. Dann kann ich mir ein Bett bauen. Schrank. So, ich bin gespannt. Oh, über die Babys drüber gelaufen. Ich hoffe nicht, dass der mein Haus dann angreift und naja. Okay. Das sieht halt blöd aus mit dem Loch, ne? Aber egal. So, warte mal. Wo stelle ich jetzt meinen Schrank hin? Am besten direkt hier unten beim Eingang. Würde ich sagen. Oder hier so vor die Treppe. Ich habe noch eine Idee. Ich habe doch hier noch eine Wand über. Nee, das sieht. Das sieht doof aus. Warum greifst du denn nicht mit deinen zwei Triceratops an? Ja, gute Idee. Habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Ich wollte halt alleine machen, aber ja, du hast recht. Die können mir doch da helfen, warum nicht? Ich will den ja sowieso töten. Ja. Ich versuche mal Folgendes. Ich setze die auf neutral. Dann greift mir sowieso dann auch an, wenn der mich angreift. Dann greife ich den von oben mit dem Pfeil an und die machen den von unten einfach platt. Oder ein Reiten. Oder ein Reiten, ja. Ich habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, weißt du. Ich bin halt schon oft gestorben, habe meine Sachen verloren und ich wollte jetzt auch nur mal sicher gehen. So, den Schrank wollen wir noch kurz positionieren. So, ich hätte vor der Treppe macht ja Sinn, aber irgendwie weiß ich nicht. Komisch irgendwie. Ich pack den einfach hier hin. So. So, dann packen wir in den Schrank. Das
habe ich denn hier? Keratin, okay. So, das Leder lagere ich auch hier. So. Das habe ich ja eigentlich auch über, ne? So, den Dachkram packe ich hier rein. Die Wand lasse ich drin, die kann ich ja oben wieder einsetzen. So. Was haben wir noch hier? Okay, den Rest lasse ich erstmal drin. So. Also eigentlich wollte ich halt cool von hier angreifen. Ist der jetzt überhaupt? Hm, na gut, der wird schon gleich vorbeikommen. So, warte, wir können noch mal kurz leveln hier, die Kollegen. Nahkampfschaden. Gesundheit. So, und den Kleinen hier, der ist noch ein bisschen jung. Ah, ne. Ach, das ist ja der, den ich angreifen wollte. So, der braucht auf jeden Fall hier noch ein bisschen. So. Ist er nur. Ach, der hinterm Haus. Oh, Kohli 82, hallo. Jetzt chillt er da hinten. Na ja, gut. So, ich will mal kurz gucken, was ist überhaupt für ein Level hier, der Kollege. Level 7. Ach, sehr gut. Ach so, bevor ich angreife, Moment. Passiv. So, neutral. Das reicht schon. So, warte mal. Ich kenne mich mit dem Pfeifen noch nicht so ganz aus. Ich muss noch mal kurz was gucken. Die sind ja jetzt auf Nicht-Folgen. War das jetzt hier? Ah ja, Folgen, genau. Folge. Folge mir. Und der ist auch auf Folge. Okay. Ist alles noch etwas neu für mich hier, ne? So. Och Gott, wie lahm bist du denn unterwegs heute hier? Hä, was ist denn mit dir? Das ist hier so super langsam hier. So, warte mal, ich brauche ein bisschen. Überladen, Beeren rauswerfen, der braucht nicht viele. Echt? Ach ja, ich habe auch Steine und so reingepackt. Ach ja, genau, warte mal, das packe ich mal. Packe ich mal in den Schrank, den habe ich ja jetzt gerade neu. Ich glaube, das ist es bestimmt gewesen. Dieses
Pfeifen ist nervig. Ich mache das immer direkt am Dino. Ja, das kann man natürlich machen. Aber wenn du mehrere Dinos hast, ist es, finde ich, mit dem Pfeifen einfacher. So, Steine rüber. Metallklumpen rüber. Ja, jetzt geht's doch deutlich schneller. Jetzt ist halt hier Nacht, ne? Was ist denn da los? So, ich verpasse ihm erstmal einen Pfeil. Lass ihn nochmal kurz. Ja gut, jetzt ist halt scheiße, ne? Jetzt bist du halt ein bisschen... Gut, haben wir einen Pfeil vergeudet. Ach Gott. Och, das ging ja... Das ging ja viel einfacher, als ich dachte. Na gut. Okay. So, passiv und nicht mehr folgen. Nee, mit Axt hier. So, dann müsste ich doch jetzt genug Leder für ein, Bett haben. Herstellen. Bett. Hier. Achso, ich habe ja noch Leder. Ich habe ja Leder hier im Schrank. Stroh brauche ich noch. Okay, Stroh können wir uns noch holen. So. Bett bauen. So, dann baue ich jetzt, beziehungsweise stelle ich mir das Bett jetzt hier irgendwo hin. Ach Quatsch hier. Schnellreise. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das ist ja auch erst mein zweites Bett. Das heißt, ich kann jetzt Schnellreise zu meinem alten Haus machen. Ist das richtig? Muss ich gleich mal testen. Umbenennen. Inselbett. So. So, hier oben machen wir einfach am besten zu, würde ich sagen. So, was ich hier oben hin mache, keine Ahnung. Ich könnte noch eine Tür bauen vielleicht. Hier.
So. Da haben wir doch ein kleines... Oh. Das Baby. Warte mal, ich muss erstmal gucken. Es ist... Was ist es denn? Es ist ein Männchen. Aber warte mal, Tim, habe ich schon einen? Option, Namen ändern. Ein Männchen, vorher alles im Inventar in einen Schrank packen. Ah. Aber nur nackt. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Verliere ich sonst die Items? Ich brauche jetzt einen männlichen Vornamen mit T. Thomas habe ich schon, Thorsten habe ich schon, Tim habe ich schon. Toni, sehr gut. Das ist Toni. So, Toni braucht natürlich was zu fressen wahrscheinlich. Packe ich jetzt einfach alle Bären hier erstmal rüber. So, mal gucken bei den anderen zwei. Ja, der andere hat noch mehr. Ja, die bleiben einfach liegen und verschwinden dann irgendwann. Das ist natürlich kacke. Weil der hat aber auch hier ein bisschen viel am Start. So, Toni. Der hat direkt schon alles weggefressen, der Toni. So. Braucht Zuwendung. Was für Zuwendung? Was soll ich denn machen? Hallo? Soll ich ihn füttern? Nee, wie mache ich das? Der ist im Wachstum, ja. Braucht Zuwendung, steht da unten. Toni? Oh, ich hab, mir ist kalt. Warte mal, die sind ja jetzt, was ist denn jetzt schon wieder, das Spiel schon wieder abgestürzt? Ich raste gleich aus. Und ich habe doch nicht zwischengespeichert. Warum? Has crashed and will close. Seit gestern schon. Oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich kacke. Gestern ist es in 2 Stunden auch einmal abgestürzt und da war es auch irgendwie dann plötzlich so eine halbe Stunde in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt zurückgeht. Das ist normal mit dem Abstürzen. Ja, hervorragend. Das ist aber kacke mit dem Abstürzen. So, warte mal. Dann mach das doch direkt zu hier. Task Manager. Ja, das hat gestern schon so super funktioniert. Ah, okay. Okay. Okay, okay, Neustart. Aber ich muss öfter zwischenspeichern. Mal gucken, ob er irgendeinen Fortschritt gespeichert hat.
Baby Triceratops. Okay. Aber scheint keinen Namen zu haben. Option. Toni. Okay, gut, dann ist es nicht ganz so dramatisch wie gestern. Gestern war es irgendwie eine halbe Stunde vor dem, was ich gemacht habe, alles. Schätzungsweise. So, das gehen wir nochmal eben hier. Direkt speichern. Ist halt noch im Early Access. Ja, das weiß ich natürlich. Aber die letzten paar Male ist es bei mir gar nicht abgestürzt. Gestern das erste Mal. Tatsächlich. Aber gut. Wird sicherlich noch besser werden. So. Jetzt packen wir das doch mal hier rein. Ich habe so viel Steaks. Ach, das kann ich noch abgeben. Naja, Early Access hin oder her, die verlangen dafür 40 Euro. Ja, aber es ist halt noch nicht offiziell fertig und draußen. Es ist halt noch so ein halbfertiges Spiel. Und wer möchte, kann gerne mit 40 Euro unterstützen und spielen. Ne? So ist es halt gedacht. Offiziell kommt es ja erst Ende nächsten Jahres raus. Und bis dahin wird es im Early Access sein. Aber gut, egal. Man kann es ja trotzdem einigermaßen gut spielen. So, was wollte ich jetzt? Mal kurz. Was, wie sieht's hier aus? Ich esse ein Steak. Dieses. Mir ist kalt schon wieder. So, das gehen wir noch rüber. So. Ich glaube, ich verreise noch nicht. Ich mache noch etwas anderes. Und zwar. Hier gibt es ja einigermaßen viel Metall. Das heißt, macht ja Sinn, wenn ich hier so einen Ofen mache. Diesen, wie heißen die Dinger? Schmelzofen? Nee, wie war das? Doch, Schmelzofen, genau. Holz, Stein und Leder. 65 Leder. Wie viel habe ich hier? Ich habe nur 20, aber ich muss schon wieder jemanden erlegen. Wieso braucht man Leder für einen Schmelzofen? Stein, Holz, Leder. Ja, schade, dass man das nicht mitnehmen kann, einfach so. Aggressionslevel. Passiv nicht folgen. Was ist da? Achso, der Vogel. Okay. Hat er jetzt genug zu fressen? Ja. So, dann hole ich mir vielleicht Stein. Und Metall. Kann ich hier direkt. Mach hier erstmal Stein ein bisschen. So, hier gibt es schöne Leckerchen.
bist überladen. Na gut, dann versuchen wir mal in diesem Schneckentempo nach Hause zu kommen. Der Ankilo da kann gut Eisen farmen. Ankilo? Wenn ich jetzt wüsste, was ein Ankilo ist. Ich guck gleich nochmal. Fressen die Steine oder was? Der mit den Stacheln. Flach gebaut, gepanzert, kleiner Kopf. Hört sich nach meiner Ex-Freundin an. Könnte hier einen ruhigen Schritt schneller laufen, der Kollege. So, die Steine rüber. Metall. Wo ist es denn? Ach hier. Metallrohr. Das gibt ja jede Menge Barren. Schön. Hey, die habe ich ja auch noch über. Die hatte ich irgendwo mal, glaube ich, in einem Raptor gefunden oder in einem Biber oder sowas. Guck mal, wie schnell ich laufen kann. Also diesen Typen meintest du vorhin wahrscheinlich? Ankylosaurus. Okay. Oh, ein Kakao. Das heißt, die zerschmettern dann den Stein wahrscheinlich besonders gut. Bräuchte ich bestimmt ein paar Betäubungspfeile. Aber gut. Stell dir einen Futtertruck vor die Hütte und alles rein da. Rohes Fleisch, vergammeltes Fleisch, Beeren. Spart Gewicht und die Tiere bedienen sich da selber. Ach so. Okay. Was kostet denn... Ach so, den Futtertruck muss ich, glaube ich, noch... Hier, Futtertruck. Fasern, Metall. Ah, da brauche ich auch Metall. Stroh und Holz. Okay, also Metall habe ich ja jetzt genug da. Fasern, Holz 120, Stroh 60. Holz habe ich, glaube ich, nichts am Start. Okay, das können wir ja auch schon mal machen. Ups. Ja, am besten mit der Axt. Bedienen die sich auch an dem Futtertrog, wenn die nicht auf Wandern, oh jetzt bin ich schon wieder überladen, ey. Wenn die nicht auf Wandern programmiert sind sozusagen, sondern einfach nur da so in der Ecke rumstehen? Oder verhungern die dann? Wie viel Holz habe ich denn jetzt gerade gehackt? Wenn sie in Reichweite sind. Gott, aber das war jetzt ein bisschen viel des Guten vielleicht.
ist denn dieser Futtertrog überhaupt? Das ist er doch. Okay. Können wir bauen. Ich brauche nur das Metall aus dem Schrank. Ein gemütlicher Spaziergang über eine Dino-Insel. Wie ekelhaft sieht er denn aus? Ein Albino-Dings. So, Metall. So, Herstellung. Futterdruck. So, ich gebe mal das Holz rüber. Das wird sonst zu schwer. Ja, das eine Ding können wir auch übergeben. Also verdorbenes Fleisch fressen die auch? Ja gut, Fleisch fressen die ja sowieso nicht, die ich habe. Skorpione. Manche, die das ja. Skorpione. Geht aber erstmal ums Gewicht. Dein Inventar und das verdorbene Fleisch braucht man noch. Ja, für Narkosemittel, ne? Und sowas, ja. Aber ja, Gewicht, du hast schon recht. Kilo. Was ist das? 55,5. Warte mal, hier ist doch 1, 4,4, 5,9, 7,4, 11,2. Oh, meine Fackel ist kaputt. Was fehlt mir? Stein und Holz. Ich habe jetzt gerade irgendwie den Zusammenhang verpasst mit den Skorpionen. Was ist mit Skorpionen? Ach, die fressen verdorbenes Fleisch, oder was? Verrückt. Ach so, genau. Okay, okay. Okay, 55,5, aber das ist doch... Das alles wiegt 55,5? Kann nicht sein. Na egal.
So, warte mal. Ich mach doch mal hier Folgendes. Oh, was ist das? Was macht ihr denn hier für eine Party? Aktiviere Paarung oder Wandern. Wenn ich die wandern lasse, dann fressen die doch bestimmt auch aus dem Trog. Rüstung. Ach so. Ja, das macht Sinn. warte mal. Habe ich einen Pfiff für geht wandern schon festgelegt? Meine Passiv. Alle folgen mir. Bleiben, wo sie sind. Geht wohl gar nicht so. Alle passiv. Na gut. Geh ein bisschen wandern, ja. So, jetzt hatte ich gerade noch so einen Gedanken. Auf der zweiten Ebene noch hier so eine Außenplattform zu machen, wenn das geht. Es gibt doch auch so Stützpfeiler, ne? Holzpfeiler, genau. Fügt der direkten Umgebung strukturelle Integrität zu, kann auf schrägen Flächen auch als Pfeiler für Gebäude genutzt werden. Aber das brauchen wir bestimmt. Ich will das mal ausprobieren. Okay, ich brauche schon wieder Unmengen an Holz. Ach so, warte mal, ich wollte doch diesen Schmelzofen bauen. Schmelzofen. Da brauchte ich Leder, richtig? Leder. Also brauche ich... Irgendwer muss noch sterben. Okay. So. So. Gut, dann muss er hier dran glauben. Oh, ist die Gute schon wieder überladen? Nee. Ich versuche noch mal mit dem Pfeil. Jetzt habe ich den anderen angegriffen. Diesen kleinen. Diesen, ich habe den Namen vergessen. Na egal. So. Das müsste doch eigentlich an Leder jetzt genügen.
So, passiv und... Wieso gibt es kein Pfeifen für geht doch jetzt mal wandern? Gibt es denn ja noch so? Über den Namen der Dinos ist ein Symbol. Ja, so ein Herz hier zum Beispiel, ne? Meinst du? Oder? Ach nee, wandern deaktivieren. Ach so, die sind schon. Hä? Ach so, die wandern ist aktiviert. Nee, nicht Paarung. Nein, nicht Paarung. Ich habe keinen Bock jetzt auf Paarung. Ja, wieso ist das ein Paarungspfiff gewesen? Nee. Hä? Oh, King, hi. Das bedeutet, die sind im Bereich des Futtertroges. Ach so. Ich hab's gerade nicht gesehen irgendwie. Ich komme hier selber mit meinem... Wieso folgst du mir denn noch und die anderen nicht? Ich raff's doch jetzt gerade nicht. Ich muss noch mal in diese Tastaturscheiße gucken. Warte mal, Plus war alle folgen mir und... Über alle bleiben, wo sie sind. So, und wieso ist bei ihr jetzt so das Herz so total krass am Start? Die hat Bock. Aber es ist gar nicht aktiviert. Paaren die sich dann trotzdem, obwohl die Paarung deaktiviert ist? Hallo? Die sind irgendwie total auf Liebe. Die haben Bock. Egal. So. Jetzt müsste ich auf jeden Fall erstmal so ein Schmelzding bauen können, denke ich mal. Also Leder. So, was brauche ich noch? Ach, das ist er doch. Mir fehlt immer noch Leder. Hm. 7 Leder fehlt mir. Da muss ich ja noch jemanden töten. So, die waren ja auch passiv, ne? Wieso ist die denn schon wieder auf Paarung, Alter? Paarung 4,7, 6,2. Paarung im Gange.
Nochmal Paarung aktivieren. Und Paarung deaktivieren. Vielleicht hilft das ja. Naja, gut. Der hat viel Fleisch. Die haben ja sehr viel Fleisch. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall genug Leder. Das Herz war früher zumindest so. Ist der Partnerbonus. Die kämpfen dann stärker. Komisch, dass das Vieh mir nicht abgeht. Vielleicht stand ich dem Vieh einfach im Weg und es wollte, aber konnte nicht. So. Mit der Axt kommt mehr Leder raus. Ach echt, mit der Axt kommt mehr Leder raus? Ja. Ach ja, steht ja auch dran. Leder von... Ja, das stimmt. Das ist für Fleisch und das ist für Leder. Ja, ich kann es mir doch nicht merken. So, wir brauchen also... Wir brauchen Leder. So, mal gucken. Und Holz, genau. So. So, Schmelzofen. Ich stelle den einfach mal oben hin. Kann man den nicht drehen? Na ja, gut. Achso, warte mal, wir brauchen ja Holz zum Entzünden und die ganzen Metallklumpen. So. Nehmen wir das Holz einfach auch mit. Zum Glück ist der Weg nicht so weit. So. So, dann kann das mal schön vor sich hin brutzeln. Das packen wir hier rein, die... Steine halbiere ich mal. Behalte die für die Steinschleuder. Mir fällt ein, hier an dem Lager habe ich noch gar kein Lagerfeuer. Das bauen wir auch noch mal schnell für den Fall. Für den Fall der Fälle. In dem hohen Gras hier. So. Könnte ich dann ja auch im Notfall wieder Steaks braten. So, jetzt wollte ich hier mal gucken, ob ich hier so einen Vorsprung bauen kann. Warte mal. Ressourcen man für alles, was man braucht. Hm.
den ganzen Wald hier wegroden. Willst du mich verarschen? Und ich habe wieder nicht zwischengespeichert. Es ist schon wieder abgestürzt. Das zweite Mal. Warum? Das ist doch Kacke. Da kann ich gar nicht wechseln. Och, es ist doch super. Es ist doch großartig. So macht es aber keinen Spaß hier. Schon der zweite Absturz heute. Gestern ein Absturz und davor gar keine Abstürze. Mal sehen, wie weit der das gespeichert hat. Okay, Lagerfeuer ist da. Ah ja, okay, das geht, glaube ich. Gut, versuchen wir es nochmal. Ist hier kein. Den großen Baum will ich stehen lassen, aber sonst ist hier auch nichts in der Nähe. So, zur Herstellung. Ach, Fasern brauchen wir wieder. So, Herstellung. Genau. 1, 2. Holz. Ja. Bei den Einstellungen Video Enable Foliage and Flute Interaction auf Off-Stellen soll auch in manchen Fällen helfen. Wegen den Abstürzen. Hm. So, warte mal, jetzt haben wir zwei Deckenteile. Eins wollte ich noch machen. So, was ist mit diesen Pfeilern? Braucht bestimmt noch mehr Holz. Okay. So, Alter, das Gras ist hier etwas hochgewachsen. Nur gut, dass hier keine Raptoren sind. Kurz mal eben speichern.
Das Gras ist wirklich etwas übertrieben. Naja, es ist. Es ist vor einer Million, paar Millionen Jahren bestimmt so gewesen. So, mal gucken, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau so. So will ich das. Und hier noch einmal rum. Dann brauche ich ja noch eins. So, so habe ich mir das vorgestellt und jetzt könnte ich hier doch diese Pfeiler noch machen. Mal gucken, wie das passt. Sieht irgendwie komisch aus, wenn es hier an der... Na? An der Ecke so ist. Oder? Das ist so halb auf dem Fundament, halb nicht. Das ist auch irgendwie komisch. Mein Gott, das ist aber auch hier extremst. Wenn ich es hier mache, dann ist es aber auch so vor dem Trog irgendwie blöd. So, warte mal, was sind das noch für eine Variante? Woodbeam? Was ist denn ein Woodbeam? Gut, machen wir es so, egal. Oder warte mal, ich mache das mal ganz anders hier. Aufheben. Ich baue das ein bisschen anders hier. Ich parke die Sachen mal übergangsweise hier. So. Und ich baue einfach hier unten auch so verandamäßig das Ganze einmal rum. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. So, das heißt aber auch, ich brauche mehr Holz. Ne? Foundation. Ganz Fasern schon wieder.
fehlt noch? Ach, Holz. Ach Gott, natürlich. Wie lange brauchen denn Bäume, um nachzuwachsen? So, die Dinger hier erstmal abholzen. Entschuldigung. Ich raste gleich aus. Wie oft kann denn so ein dummes Spiel abstürzen? Warum? Ich will doch einfach nur spielen. Es kann schon sein, dass es mit diesem Foliage Interaction, also dem der Interaktion mit dem ganzen Gras, zu abstürzen kommt. Hier ist ja auch sehr viel davon. Könnte die Distanz höher stellen, vielleicht hilft das schon. Na egal, mal gucken. Ich hoffe, das hilft. So. Da ist meine Hütte. Ich sehe nichts von dem, was ich vorhin gebaut habe. Kann das sein? Ach, ich bin jetzt schon überladen. Ja gut, okay, warte mal. Ach, Fasern, ja, okay, Fasern. So. Das machen wir. So, jetzt gehen wir zurück zur Hütte, um einfach mal für den Überblick. Ja, quasi nichts, was ich vorhin gebaut habe, ist noch da. Okay. Noch so ein Ceiling-Teil. So. Falsche Taste. Ach.
So. Nein, ich will. Ja, nein. Nee. Ja, nein. Nein. Auch nicht. War's doch gerade mal einmal zwischendurch andersrum. Ja. So. Ach so, genau. Die Dinger hier umstellen. Aufheben. So. Aufheben. Nein, verkehrt rum. Nein. Ja, so will ich sagen. Zwei. Drei. Und noch ein mehr. Fehlt uns Stroh. Natürlich fehlt uns Stroh. So, dann noch mal so ein Ding hier. Wood Foundation. Für das nächste fehlt mir wieder Holz, also bleibe ich jetzt direkt hier. Überladen. Okay, schnell noch was bauen. Ich brauche drei Pfeiler. Eins. Fasern. Alter. Abgestürzt. Hervorragend. Hervorragend. Also es hat nichts geändert. Natürlich habe ich wieder nicht gespeichert. I love it. Also diese Insel ist zwar cool von wegen nur Pflanzenfresser, viel Metall, generell viel Ressourcen, aber es stürzt halt dauernd ab. Es ist unbefriedigend. So, komm, mach. Ja, so. Crash. Gut, ich versuch's jetzt noch einmal. Alle guten Dinge sind vier. Das ist aber wirklich noch nie so oft abgestürzt. Es muss an der Insel irgendwie liegen. So. Nächster Versuch. Nervig.
Vor allem, weil das Gebaute jetzt schon wieder weg ist. Speichern direkt. So. Noch so ein Ceiling-Ding. Wo ist es? Na, komm, mach die richtige Richtung, ja. Speichern. Ich speichere jetzt nur noch. Das Spiel braucht noch viel Liebe, ja. Das stimmt. So, das packe ich jetzt auch noch mal weg. So, ich stelle das direkt so das hier. Futtertrog, Futtertrog. So, speichern diesen Stand. So, jetzt brauche ich dieses Fundament, wie gesagt, nochmal. Holz, Fasern, Stroh. So, das können wir schon mal setzen. So, Fasern habe ich doch, glaube ich, hier noch. Nee, doch nicht. Ich dachte, achso, warte mal, wie sieht es überhaupt hier oben aus? Naja, es läuft noch. So. Wenn ich an den Bäumen bin, stürzt er bestimmt schon wieder ab. Aber ich gehe mal woanders Holz hacken. So, immer schön speichern. Was sind denn, wieso schweben die Steine hier? Was ist da mit der Engine los? Dass die nicht auf dem Boden liegen. Ich gehe mal jetzt hier Holz hacken. Vielleicht ist das besser. Da hinten auch. So, als müssten die noch runterfallen. Hier auch. Was ist, hier, guck dir das an. Da ist doch irgendwas nicht richtig. So, ich bin überladen, natürlich. So, warte mal. 1, 2, 3 brauche ich. 1. Weil das aus ist, ja, ja gut, aber ich finde trotzdem sollten die Steine dann auf dem Boden liegen, ne? Gut, guck mal, da der sowieso abstürzt, ich mach das einfach wieder an. Fertig.
War das vorher auch 0,1? 0,1? Egal. Ah, ich muss... Ja, okay, egal. Dann beim nächsten Mal eben. Baue ich das hier noch mal weiter. 1, 2, 3. Wie sieht es mit dem Gras? Ah, jetzt ist das weg. So, jetzt brauche ich natürlich noch diese Pfeiler. Die wollte ich ja noch haben. Da. 1, 2. So, und einen noch. Speichern nicht vergessen. Ja, sofort, sofort, sofort. Kurz gucken. Stroh und Holz brauche ich. Speichern. So, Stroh und Holz. Huch, die Babys übersehen. So, ein bisschen Stroh. Ein bisschen Holz. So, den bauen wir. Speichern. Achso, wie sieht es denn eigentlich mit Nahrung und so aus? Wasser. Ich trinke doch mal direkt was. Jo. Essen wir noch ein Steak. Und machen hier einen drauf. Nein! Das war ja sehr dumm jetzt hier. Wenn ich auf Fortsetzen mache, macht er dann das gespeicherte Spiel? Kann ich nicht die Stelle laden, wo ich gerade gespeichert habe? Nee, naja gut, ich dachte. Ich habe gar nicht gesehen, dass da bergab geht. Wie doof.
So, nehme ich doch mal meine Ersatzaxt mit. Dings. Wenigstens steht das hier alles noch so. Okay, dann gehe ich doch mal zu meinem Todesort. Warte mal, wie komme ich denn da am besten hin? Na gut, muss ich wohl da hinten lang gehen. Ich habe doch jetzt, ich bin gerade verwundert, ich habe doch jetzt, im Grunde ist die Karte doch jetzt neu gestartet. Aber das, oder muss ich das Spiel dafür neu starten? Ich weiß es auch nicht. Hinten auch diese Steine so in der Luft und jetzt diese komischen Fehler, das irritiert mich ein bisschen. Wieso ist es auch hier so komisch dunkel? Und wo muss ich überhaupt hin? Ich starte das Spiel gleich selber neu, weil ich diese fliegenden Steine total blöd finde. Okay. Bin ich immer noch falsch, ne? Hey, wo ging's denn da runter? Ich will mal. Naja, ich glaube, ich weiß schon. Riesen Apparat, ey. Also jetzt hier sind massive Grafikfehler gerade am Start. Da muss ich gleich mal gucken, da drehe ich mich ja auf. So, hier irgendwo liege ich doch. Mein ganzes Inventar schon wieder flöten. Und wo ist meine Leiche? Ich muss doch hier sein. Wo bin ich denn? Warte mal.
Ich stelle mich mal hier hin. Ich speichere mal. Und jetzt beende ich das Spiel und starte es nochmal neu. Unangenehm, dieses... dieses halt. Aber was soll man machen? Dieses Foliage-Ding scheint immer noch nicht zu funktionieren, aber grafisch. Scheint es ja irgendwie besser zu sein. Wo bin ich denn hier? Last Death. Hier. Och Mann. Ich will mein Inventar wieder haben. Alter, lauf doch nicht über mich drüber. Hallo? Hä, wo ist es denn jetzt? Ey, das macht mich fertig jetzt hier. Wieso wird es denn jetzt nicht mehr angezeigt? Ich raste doch gleich aus. Ah. Da haben wir es doch endlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, den brauche ich ja jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich wieder hoch. Mal kurz was ausprobieren. Also ich verstehe es nicht so ganz, dieses Foliage Interaction müsste doch jetzt wieder an sein, aber irgendwie... habe ich den Eindruck, dass es nicht an ist, aber egal. Na, ja, nicht noch mal runterfallen. So, jetzt kann ich doch endlich meinen Pfeiler platzieren hier. Zack. So, jetzt habe ich da die Ebene.
Jetzt mache ich hier. Eine Tür. Nein! Was ist denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier kennen sie Tasten. So. Tür. So, dann kann ich hier auf die Ebene auch raus. Beides irgendwie verkehrt herum, merke ich gerade. So. Genau. So ist es gut. Ach, ich wollte doch nur reingucken. Noch ein Klumpen. So, ich brauche aber zwei, glaube ich, ne, für einen Barren. Egal. So. Das tauschen wir noch mal kurz aus. Eieiei, diese ganzen Abstürze, ne? Das Holz. So. So, Durst habe ich. Ich versuche, was zu trinken zu holen. Ein Ei. Ein Triceratops-Ei. Wo kommt das denn her? Aber gut, ich brauche jetzt nicht noch einen Triceratops. So, Wasser haben wir genug. So, das war ganz schön anstrengend hier mit diesem ganzen Kram und sowas. So, ich werde jetzt mal erstmal eine kleine Pause machen. Ich muss was essen. Ich habe extremst Hunger. Ich melde mich vielleicht später nochmal. Ich danke jedem fürs Zusehen. Und wer Lust hat, kann gerne noch ein Follow da lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ach, jetzt guck doch Roppo gerade rein. Sehen wir uns vielleicht später. Ich gehe jetzt erstmal wieder offline. Bis dann.